Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Heute geht es darum, dass wir rückwärts in die Popkultur hineingeboren werden. Ich meine, die Phrase rückwärts in die Popkultur hineingeboren werden aus dem Buch Mashup von Dirk von Gehlen zu haben, aber ich finde die Textstelle nicht mehr. Daher nehme ich sie fürsorglich in Adoption, bis ich ihre liebenden Eltern wiedergefunden habe. Doch vorher erkläre ich euch noch, was ich damit meine, wenn ich sage, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Auf die Idee zur heutigen Folge kam ich durch zwei Ereignisse. Das erste war eine Online-Konversation. Irgendjemand stellte eine Frage und eine andere Person antwortete mit 42 darauf. Daraufhin regte sich der Fragesteller auf, dass 42 ja wohl der abgedroschenste Witz des Internets sei. Das ist nicht von der Hand zu weisen, obwohl Witze über den BER und dass er wohl nie fertig werden wird, mittlerweile dem hart Konkurrenz machen. Ich meine, nur noch Chuck Norris kann einen lustigen BER-Witz machen. Aber war es die Intention der 42-Sagerin, einen Witz zu machen, der schon so oft gerickrollt wurde, wie bei Sonnenaufgang Blut vergossen? Höchstwahrscheinlich nicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die 42-Sagerin eben erst auf den Witz gestoßen ist und ihn äußerst originell fand und sich nicht bewusst war, wie lange er schon besonders in Nerdkreisen gemacht wird. Sie wurde eben, wie wir alle, rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Falls es euch ähnlich geht und ihr noch nie die 42 als Antwort auf eine Frage gehört habt, hier eine kurze Erklärung. 1978 erschien die Hörspielreihe Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams bei der BBC. In den Jahren 1979 bis 1992 adaptierte Adams die dann auch noch als eine Romanreihe. In Per Anhalter durch die Galaxis baut eine außerirdische Kultur einen Riesencomputer, der die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest geben soll. Und die Antwort lautet eben 42. Die Außerirdischen müssen nämlich feststellen, dass sie sich nie wirkliche Gedanken gemacht haben, was die eigentliche Frage ist. Daraufhin bauen sie einen noch größeren Computer, der die eigentliche Frage errechnen soll. Und das ist, Achtung, fetter Spoiler, die Erde. Und seit 1978 ist es daher ein Witz, auf eine komplizierte Frage mit 42 zu antworten. Also genau seit 42 Jahren. Oh mein Gott! Aber noch heute werden Menschen geboren und im Internet sozialisiert, die noch nie auf die 42 gestoßen sind und nie den Anhalter gelesen haben. Und wenn die diesen Witz dann kennenlernen, dann kann er auf sie neu und frisch wirken. Denn sie wissen nicht um die lange Tradition des Witzes. Wir werden eben rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Meine zweite Anekdote veranschaulicht das noch besser. Vor einer Weile sah ich mit einem Haufen Kinder Zootopia oder Zoomania, deutsche Filmtitel sind auch nochmal so ein Kapitel für sich. In diesem Film kommt an einer Stelle die Polizistin Judy Hopps und ihr Kleinganoven-Kumpane Nick Wilde zum Gangsterboss Mr. Big, mit dem Nick eine Vergangenheit hat. Und Mr. Big beschwert sich daraufhin mit rauchiger Stimme: Du kommst zu mir am Tage der Hochzeit meiner Tochter. Die anwesenden Kinder beömmelten sich natürlich darüber, dass Mr. Big eine Spitzmaus ist. Aber ein zweiter Layer des Scherzes blieb ihnen zwangsläufig verborgen, während ich darüber milde amüsiert war. Denn das ist natürlich ein Zitat der berühmten Auftaktszene aus Der Pate von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1972. Entsprechend musste ich die Szene meiner 13-jährigen Tochter am nächsten Tag vorspielen, sonst wäre ich ein schlechter Vater gewesen. Ist klar, oder? Und genau das meine ich, wenn ich sage, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Popkultur ist seit jeher ein Spiel mit Zitaten und Referenzen. Schon Chuck Berry und Elvis Presley vereinten Blues, Country, Gospel und ein halbes Dutzend anderer Musikarten, die vor ihnen da waren, zum Rock'n'Roll. Schon die Frankenstein-Verfilmung aus dem Jahr 1931 zitiert die aus dem Jahr von 1910 und beide wiederum sind natürlich Adaptionen des Romans von 1880. Dieser Prozess beschleunigte sich Ende der 70er Jahre, als George Lucas und Steven Spielberg den Blockbuster erfanden und die popkulturellen Einflüsse ihrer Jugend remixten. In der Musik fand das eine Entsprechung in dem Hip-Hop, der in der gleichen Zeit entstand und mit den neuen Mitteln des Synthesizers und dem Samplen von Schallplattentracks den Remix in die Popmusik einführt. Eine weitere Dynamik bekam das Spiel von Zitaten und Referenzen im Kino durch diesen Herrn hier, Quentin Tarantino. Er etablierte den Mash
Mashup fest im Kino und verhalf dadurch dem postmodernen Kino zum Durchbruch. Und die nächsten folgerichtigen Schritte waren dann das Internet und Social Media, die den Remix demokratisierte und ihn über die Kunst hinaus einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellten. Ihr habt hoffentlich alle schon mal Memes oder GIFs verwendet, ich zumindest kann das nicht leugnen. Und da sind wir nun. Die Pointe von »Wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren« liegt darin, dass nicht jede neue Generation von Popkultur-Rezipientinnen bei Gilgamesch und Homer beginnt. Meine Töchter werden mit Disney und Marvel sozialisiert und lernen die Sprache der Popkultur darüber kennen. Und je älter sie werden und je mehr sie sehen, hören und lesen, desto mehr werden sie erkennen, wie alles, was sie kennen und lieben, auf Vorherigem aufbaut. Wie Zitate, Tropes und Codes tradiert werden. Und dabei ist es fast unmöglich, jemals ans Ziel zu kommen, alle Einflüsse eines Werks zu kennen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, alle Filme oder zumindest fast ein bisschen, möglicherweise mehr oder weniger annähernd alle Filme aufzulisten, die in Reservoir Dogs referenziert werden. Und ich habe bei weitem nicht alle gesehen. Ich befinde mich eben weiter auf meiner Reise rückwärts durch die Popkultur. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.